Hey Leute, kommt mit in den Wilden Westen zu Arthur Morgan und Red Dead Redemption 2. Viel Spaß euch! Ja, hallo zusammen. Mal ganz kurz in die Einstellung. Im Moment, heute ist es irgendwie so, dass er mir immer rausspringt. Ich das gar nicht will. Ja, wir waren beim letzten Mal mit dem guten Arthur hier im Westen unterwegs, haben den Sean befreit und sind dann irgendwie sehr blöd in so eine... Ja, also wir sind unseren Häschern entkommen. Good morning. Wir rasieren uns mal ein bisschen. Ja. Genau, das erlegte Pferd, erlegte Wesen, das wir dann auch verloren hatten. Ach ja, war alles gut, aber auch nicht so gut. Wo ist denn jetzt mein Prachthengst? Ich kann das auch entsatteln, ne? Stimmt, ich kann hier echt, also man kann hier wirklich viel in dem Game machen. Nehmen wir mal den Gabelbock mit. Und dann schauen wir mal gerade. Jetzt muss ich nochmal kurz raustappen und musste jetzt wieder da reintappen. Warum ändert der die... zurück. Das wollte ich nicht. Vollbildansicht. Gut. Dann kann es ja weitergehen. Ach, jetzt habe ich mich schon wieder verklickt. Vielleicht ist es der richtige Moment, für heute Feierabend zu machen. Aber ich werde noch gerne den José mitnehmen. Ja. Und erstmal diesen Gabelbock hier spenden. Also, José ist... Wartet hier auf uns, der will jagen gehen. Die Frage ist, waren wir schon bereit zum Jagen? Ich möchte es gern spenden. Tierfett, zartes Schweinefleisch und den Kopf spenden wir auch mal gerade. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, was José uns heute anzubieten hat. Kann man Domino spielen? Ja, wir kommen ja gerade. Hmm.
Ah, okay. Ich glaube, mit dieser Mission hätten wir ruhig mal ein bisschen eher. Ruhig mal ein bisschen eher machen können. Ja, so bringt denn das Spiel dann doch zum Jäger. So, das Fett können wir verkaufen für 65 Dollar. Morgen. Geschwindigkeit, Beschleunigung oder hier das American Standbread. Nur das ist. Na gut, das ist in den Enddingern besser. Ne? Wir nehmen das American Standard und nennen es Hopper. Pferdezubehör und Dienste, Ausrüstung, Hörner, Schlafdecken. Man kann hier bessere Schlafdecken besorgen. Satteltaschen, verbesserte Satteltasche. 40 Dollar. Nö, gerade nicht. Im Hörner, Steigbügel, Schlafdecken. Pflegeleistung. Pflegepaket, Aussehen kann ich noch ändern. Da habe ich im Moment nicht so Interesse dran, hier groß was zu ändern. Die Frage ist jetzt,
So, einmal hier diesen Wegpunkt hier mal wegmachen. Hier mache ich den weg. Und den weg. Wow. Ja, ich muss halt sagen, ich habe diese Quest ein bisschen aufgeschoben mit Hosea, dabei war das echt eine der wichtigsten Quests. Da sagt das. Was für ein schöner See, ne? Ja, was ich sagen wollte. So, ich muss noch einen Hasen jagen. Ich hab ihn hier erwischt.
Achso, hier lernt man die Sachen, die ich schon irgendwie aus den anderen Let's Plays, die ich mir angeguckt habe. Hier ist so ein bisschen das Tutorial noch, was ich so ein bisschen übersprungen habe. Kann man schon eine Menge kochen jetzt gerade. Wow, wie viel kann ich denn da jetzt kochen, ey? Kann ich hier eigentlich auch rumschauen, ey, ne? Ich kann noch mal kochen? Ja, muss ich hier? Ich koche mal mein Fleisch weg. Wenn hier gerade schon mal so ein bisschen auf der Jagd ist. Okay.
Was ist das? Die hier, ne? Sekunde mal. Ich gehe doch nicht ohne meine Waffen auf Bärenjagd. Ein legendärer Bär? Also bitte. Nehmen wir doch lieber unsere. Nämlich.
Mein Bart ist schon wieder da. Also viel gefunden, viel geschafft. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier... den Bären noch jagen. Schauen wir noch mal. Ups. Ich und die Tasten. Vielleicht soll ich den Bären nicht mehr jagen. Dass der Erste dann auch so ein Bär sein muss, ne? Ist er das? Glaube, das ist er, ne? Ah, das ist er. Hier oder da vielleicht ein bisschen. Wahrscheinlich ist das Fell dann schlecht von dem Grizzly. Ja, war jetzt doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Kommt mein Pferd? Ja. Hoppa. Halten wir doch mal das gute Wesen hier. Boah, einen legendären Grizzly. Ja, jagen ist sehr gut, glaube ich, ist sehr einträglich. Verstauen. Ja, mehr gibt es da nichts rauszuholen, ne? Fälle eines legendären Bären, mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu holen. Aber es gibt einen Trapper, wo wir hingehen können. Was ist denn der?
Brauche ich nicht. Fährt man einen schönen Haferkeks. So, jetzt haben wir auf jeden Fall diese Pferde. Das klingt irgendwie nicht gut. Okay. Komm mal her. Ist sie noch da, die Frau? Na dann, nach Hause bringe ich es jetzt nicht. Kann ich die denn überhaupt nach Hause nehmen? Ja. Ja, ich bin auch ein böser Junge, ey. Aber ich konnte das legendäre Bärenfell kann ich jetzt auch nicht hier liegen lassen, um sie nach Hause zu bringen. Mir wird schon jemand vorbeikommen. Und wenn nicht, dann ist das wohl so. Eigentlich wollte ich erst gar nicht zu der Frau hingehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil entweder wäre es ein Überfall gewesen oder ja, oder eben das hier jetzt, ne? Komme ich hier nicht drüber? Ich weiß gerade nicht. Vielleicht. Ja, sowas passiert, wenn man einfach durch die Gegend reitet. Hier passieren immer diese kleineren Ereignisse, ne? Da ist der Trapper. Was soll ich hier, ne?
Hasenkadaver und ein Fell eines legendären Bären. Waffenöl. Abgehangenes Wildschweinfleisch. Großwildfleisch. Zartes Schweinefleisch. Ich kann jetzt die legendäre Bärenbekleidung herstellen, aber wollen wir das? Bekleidungsset, Sättel, verstärkte Ausrüstung kann er zum Beispiel herstellen. Scharfschütze, Bandit, was ist ein Bandit? Banditenpatronengurt, Banditenwaffengürtel. Banditen Zweitholster, oh nice. Das gefällt mir. Reitkunst, was gibt's da? Reitgunstpatronengurt. Naja. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ziemlich weit ab vom Schuss. Ich würde sogar sagen, so weit ab vom Schuss, dass wir nochmal kurz auf die Karte schauen. Und erstmal hier so hinreiten und da unser Nachtlager aufschlagen werden. Da mal hin unser Lager aufschlagen. Den Bogen nehmen wir mal raus. Wie endet die Zugfahrt? Gleise enden hier, guck mal. Kriege ich den mit dem Bogen jetzt leichter erledigt? So, jetzt habe ich hier einen Weißwedelhirsch. Habe ich hier einen super Weißwedelhirsch. Jo. Wie viel Geld habe ich jetzt? 150 wieder. Hinten ist ein Lagerfeuer. Schauen wir uns doch mal an.
Ist ein Lager, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Das war alles. Was? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war, den loszuschneiden. Okay, was für eine wirre Aktion. Ja, ich glaube, wir. Was ist das hier? Ist hier noch eine Truhe? Eine Munitionskiste ist da noch. Gucken wir uns mal nochmal an. Pistolenmunition. Ja, die traurige Musik ist irgendwie schon wahr. Also es ist irgendwie nicht schön, böse zu sein. Es ist echt, gibt einem keine Genugtuung oder Befriedigung. Hopper gefällt mir als Pferd. Überziehen heute mal ein bisschen die Folge. Ja, wie ich habe es schon öfter gesagt, aber ich werde es auch noch weiterhin sagen. Ich spiele Red Dead Redemption hauptsächlich einfach wirklich mal, ohne irgendwas groß zeigen zu wollen oder irgendwas vorstellen zu wollen. Ich spiele es wirklich einfach nur aus Lust, ich da Bock drauf habe. Ich dieses Spiel einfach mal austesten will, einfach mal gucken will, wie ist das so. Und ich kann's. Was ist das denn hier? Hier ist ja auch noch ein. Ist hier auch noch ein Feuer? Ja, okay, also ich meine, ich war auf seinem Land, ja.
wollte das nicht. Ist hier irgendwas? Schmuck gibt's hier. Ist halt die Frage, ob mir das Spaß macht, der Böse zu sein. Ich muss halt sagen, irgendwie nicht so. Also es ist einfach wirklich, man wird knallhart damit bestraft. Man hat hier gerade einen Mord. Also ich habe hier jetzt gerade einen Mord begangen. Ne? Ich habe hier jetzt wirklich gerade jemand umgebracht. Repetierkarabiner. Ich habe doch schon einen, ne? Repetierkarabiner habe ich. Ja, also wie gesagt, es ist einfach wirklich, es ist krass. Also ich kann hier machen, was ich will, aber das Spiel schafft es, dass ich mich echt nicht gut damit fühle. Die Leute hier umzubringen und so, ich meine, man will das Geld irgendwie auch haben. Den Schrank kann ich noch durchsuchen. Fahr mal rum. Dosenobst kann ich noch nehmen. Reich war der nicht. Ich kann hier die Schubladen durchsuchen. Die Geldscheinklammer, guck mal, ey. Naja, da muss man wieder sagen, da freut man sich doch irgendwie, dass man jetzt wieder Geld gefunden hat. Irgendwie, als ob das so ein bisschen. Als ob das so ein bisschen rechtfertigt, dass ich jetzt hier Geld gefunden habe. Dass ich diesen Mann erschossen habe jetzt einfach gerade. Ich könnte jetzt hier in seiner Hütte pennen. Tja. Schlangenöl nehme ich noch mit. Ich meine, irgendwie sind wir halt auch ein Gangster, ne? Also. Heben mal die Person auf. Legen Sie mal hier ab. Ja, da hinten war auch noch ein Feuer. Da werden wir auch noch mal Mord und Totschlag hinbringen. Denn das sind wir. Sind der Engel des Todes. Ups.
Interessanter Typ. Ja, konnte ich mich hier an seinem Feuer nicht ausruhen? Nee, kann ich nicht. Dann machen wir uns wieder auf den Weg weiter. Aber wir sind hier schon an unserem Ziel, also unserem Ziel auf jeden Fall ein großes Stück näher gekommen. Die weite Strecke zurück zum Camp. Und da werden wir mal hier nach Möglichkeit lagern. Ist das denn? Ist das etwa ein? So, darauf habe ich nämlich gewartet, in der Hoffnung. Meine. Oh, jui, 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 jui. Okay. Komm her, mein nettes Pferd. Wir machen jetzt mal was anderes. Hier ist nämlich ein. So.
So, was wollte ich machen? Was ist mein Pferd jetzt? Pferdeinventar. Da wollte ich einmal hin. So, was haben wir denn hier? Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich will eigentlich... Eigentlich will ich einen zweiten Revolver haben. Also die... Kamen noch welche nach. So, pass auf. Wir plündern hier jetzt einfach mal weiter. Plündern die jetzt hier. Aber in naher Zukunft werde ich mir auf jeden Fall einen weiteren Revolver besorgen. Gutes gegriffen Kettleman Revolver. Pomade, guck mal einer an. Ich würde halt, also ich würde schon gerne diesen zweiten Kettleman Revolver nehmen, wenn das geht. Aber möchte ich meine kleine abgesäte Schrotflinte raus haben? Also die würde ich gerne aufs Pferd packen irgendwie. Bogen vom Pferd nehmen. Ich möchte gerne die. Also eigentlich möchte ich. Möchte eigentlich die aufs Pferd packen. Eigentlich möchte ich wirklich die Waffe aufs Pferd packen. Kann ich das? Wenn ich drauf sitze, kann ich die Waffe aufs Pferd packen. Nein. Nein. Falsch, falsch, falsch. Ich will nicht schlafen. Ich will den erstmal plündern. Und den Hut, den will ich mir mal angucken. Was ist denn das für ein Hut? Zeig ich mal den Hut. Gefällt mir der Hut besser? Er hat Löcher. Hätte er keine Löcher, dann würde der mir auf jeden Fall besser gefallen. Feuer ausruhen. Hier war noch eine Kassette, ne? Untersuchen wir doch mal diesen Verbandskasten hier. Angebrochene Arznei können wir uns da rausnehmen. Hier gibt es doch bestimmt noch Geld, oder? Was gab es da? Brauchte Tinktur. Ich kann die hier alle aufheben. Klassische Haferplätzchen. Moment, wo sind denn hier die ganzen Premium-Zigaretten? Pomade. Ach, die sind hier beim... Ah ja. Kann ich hier schon mal zum Beispiel schon mal diese Premium-Zigaretten wieder aufnehmen. Weiß ich nicht warum. Jäger und Sammler. Karte untersuchen. Ach so, okay. Das sind die Karten hier. Wie, das war's? Hier gibt's kein
Keine Geldkassette irgendwie von den O'Driscoll Boys. So eine Geldkassette geben. Glaube ich noch nicht so ganz. Das glaube ich noch nicht so ganz. Dosengemüse könnte ich auch mal essen, ne? Dosen Mais, Kekse, Bohnen. Dosen Aprikosen nehmen wir nochmal. Achso, das ist was Gesondertes. Ja, Leute, ich finde hier nichts. Irgendwie, was da wäre. Gucken wir uns mal so einen Hut an hier. Was ist denn das hier? Sind das alles die gleichen Hüte? Ne, guck mal, der hat keine Löcher. Boah. Lassen wir mal drauf. Tja, man könnte natürlich jetzt auch die O'Driscoll Boys könnte man jetzt natürlich auch hier wegschleppen. Wir ruhen uns jetzt erstmal am Feuer hier aus. Ich baue mir jetzt kein eigenes Lager auf, obwohl das wohl Sinn machen würde. Aber wir beenden diese Folge jetzt hier mit eindeutiger Überlänge. Und ja. Sehen uns auf jeden Fall wieder. Denn ich habe das Gefühl, doch hin und wieder ein klein bisschen besser zu werden in diesem wahnsinnig umfangreichen und anspruchsvollen Spiel. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, Leute. Und ich wünsche euch bis dann auf jeden Fall eine schöne Zeit. Falls euch das gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.